Willkommen in der WWK Arena, liebe Fußballfans. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. FC Augsburg gegen RB Leipzig. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Klasse Defensivleistung zuletzt bei den Gästen. Also da sind sie bislang richtig stark. Und entsprechend selbstbewusst geht sie hier auch in diese Partie. Das sind natürlich beste Voraussetzungen. Über RB Leipzig wurde viel geredet, viel diskutiert. Aber auf dem Rasen, Buschi, da gibt es Wochenende für Wochenende eine eindeutige Antwort. Und da, Wolf, gefällt mir, wie sie ihr Ding durchziehen. Wie sie irgendwo frischen Wind in den deutschen Fußball bringen. Also ich bin mal sehr gespannt, wohin der Weg noch führt. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Wir wissen, dass sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon. Das können sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Framberger. Strobel. Marco Richter. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Kampe. Alexander Sørloth. Viel Übersicht bei diesem Pass. Dani Olmo. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Rani Khedira. Marco Richter. Strobel. Jetzt müssen sie aufpassen. Klasse Pass. Marco Richter. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Den spielt er wieder zurück. Gurbelev. Rani Khedira. Immer wieder diese schönen Passstaffetten. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Orban. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Marcel Sabitzer. Die Leipziger machen Druck. Jetzt Sabitzer. Dani Olmo. Christopher Nkunku. Stark verteidigt. Der Hinweis zu unserem Pfandsystem. Mit jedem Pfandbecher unterstützen Sie unsere Nachwuchsarbeit. Dafür danken wir Rani Khedira. Vielen Dank. Wieder so ein klasse Pass. Niederlechner. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da ist der Ball weg. Alexander Sørloth. Klasse Aktion, Ball ist weg. Marco Richter. Strobel. Florian Niederlechner. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Ja, mit viel Übersicht. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor.
Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert. Platziert die Kugel ins kurze Eck. Und drin ist der Ball. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Die Nummer 33, Tobias Strahl. Marcel Sabitzer. Campbell hat ihn. Angelino. Orban. Campbell ist das mit dem Ball. Der Ballverlust. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Rani Khedira. Strobel. Khedira. Marco Richter. Caligiuri. Ganz geduldig machen Sie das hier, lassen den Ball schön laufen. Tolles Zuspiel. Klasse Chance jetzt. Brillant gemacht! Wunderbares Tor, Buschi. Herrlich rausgespielt. Kurze, präzise Pässe immer wieder. Und immer wieder diese Geduld. Das ist schon großartig. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Hier steht es 2:0, sieht alles Tor ziemlich gut aus aktuell. FC Augsburg, die Nummer 7, Florian Niederlechner. Christopher Nkunku, Dani Olmo, Klostermann. Jetzt Sabitzer, Campbell. Jetzt könnte es gefährlich werden. Campbell. Orban. Angelino. Kann er was draus machen? Jetzt Sabitzer. Gefährlich jetzt. Da ist er drin, ein tolles Tor. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau und dann macht er das super aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Hier nochmal dieser Treffer. Hier ist noch alles drin. Tor für RB Leipzig. Die Nummer 18. Christopher Nkunku. Strobel. Rani Khedira. Khedira. Marco Richter. Strobel. Goveleov. Niederlechner. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Strobel.
Marco Richter, Tobias Strobel, Florian Niederlechner. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Gib uns doch mal einen Einblick in die Statistikbücher aus dem ersten Durchgang, Buschi. Das sieht sehr ausgeglichen aus und passt damit ja auch zum Spielstand. Wichtig vor allem, beide kommen hier zu Torchancen, ähnlich viele Torschüsse bisher. Es geht weiter mit der zweiten Hälfte, die Leipziger am Anschluss. Nordi Mukiele. Kampel hat ihn. Da erobert er den Ball. Niederlechner. Strobel. Gowelejow. Caligiuri. Strobel. Rani Khedira. Marco Richter. Florian Niederlechner. Er kann es machen. Tobias Strobel. Macht er gut. Da kann er sich den Ball holen. Marco Richter. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ecke kommt's. Rani Khedira. Fairer Einsatz hier. Er holt sich vorne den Ball. Florian Niederlechner. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Alexander Sörloth. Marcel Sabitzer. Schön dazwischen gegangen. Strobel. Caligiuri. Niederlechner. Caligiuri. Marco Richter. Rani Khedira. Augsburg ganz geduldig. Tobias Strobel. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Tobias Strobel. Florian Niederlechner. Daniel Caligiuri. Wartet gut ab, gibt den Mitspielern ein bisschen Zeit nachzukommen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er spielt den Pass zurück. Ball ist wieder weg. Jetzt Sabitzer. Ja, das könnte was werden jetzt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Gowelejow. Sie verlieren den Ball. Angelino.
Kampel ist das mit dem Ball. Die Leipziger machen Druck. Marcel Sabitzer. Dani Olmo. Der Ballverlust. Strobel. Marco Richter. Rani Khedira. Sie machen das gut heute, oder Buschi? Ja, ja, Wolf. Der Ball läuft richtig gut und die haben eine extrem hohe Passsicherheit. Marco Richter. Strobel. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Alexander Sørloth. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Christopher Nkunku. Marcel Sabitzer. Es geht mit Abschluss weiter. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Finnbo Gaston. Tobias Strobel. Klasse Szene hier von Lukas Klostermann. Angelino. Vielversprechender Spielaufbau, ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Kommt jetzt die Flanke? Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Das Spiel ist aus, die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Ja, mit viel Übersicht. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Tolles Zuspiel. Klasse Chance jetzt. Brillant gemacht. Wunderbares Tor, Buschi. Herrlich rausgespielt. Kurze, präzise Pässe immer wieder. Jetzt Sabitzer. Da ist er drin, ein tolles Tor. Marco Richter. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein. Ist